zu einem weiteren Top Smash Tag 1718 Unboxing und heute habe ich hier 10 Booster am Start und ich bin schon sowas von gespannt, Leute, was wir da jetzt alles drin haben werden. Ich hoffe mal eine Club 100 Karte. 10 Booster. Ich hatte bereits das Multipack XL geöffnet, dann gab es schon gestern ein Unboxing Battle. Ich verlinke euch die beiden Videos mal unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Leute, 10 Booster. Nachher gibt es dann auch noch, ich denke mal so 18, 19 Uhr ungefähr. Tada! Die Tops Magitex Champions League Serie, Leute, bin ich sowas von heiß drauf, die jetzt gleich im Nachhinein zu öffnen. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal, ne? Wir starten mit dem ersten Booster. Auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, Leute, für mehr Magitex Unboxings. Und let's go, erster Booster und mal gucken, was wir hier alles so bekommen. Das sind die ganz normalen Booster, die man halt auch am Kiosk bekommt. Nicht die 10er Booster, die 5er. So, da starten wir gleich mal mit einem Münchner, die ja gestern verloren haben gegen Paris. Anscheinend war Bayern gar nicht so schlecht, aber Paris hatte halt die Chancen genutzt. So habe ich es gehört. Tolisso. Als erste Karte Robin Knoche vom VfL Wolfsburg. Gelson Fernandes, Lars Bender und Amiri. Natürlich, gleich mal das erste Pack ist ein Base Pack. Klar, Leute, das Starter Pack werde ich auf jeden Fall auch noch öffnen, keine Sorge. Da hattet ihr mich auch schon nachgefragt, wieso oder wann kommt das Starter Pack. Das werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Wann es genau kommt hier auf meinem Kanal, weiß ich nicht. Köln Abwehr. Ja, wäre es jetzt ein Booster aus dem letzten Jahr, könnte es Hector Club 100 sein, aber es glänzt trotzdem. Oi, oi, oi. Sané von Werder Bremen. Leon Balogun. Charles Aranguiz. Aubameyang als normale Starspielerkarte. Richtig nice. Aubameyang. Und dann haben wir noch Routinier Konstantin Rausch. Also die Autogrammkarten sind sowas von geil. Hätten sie nur das Autogramm drauf gemacht, ohne den Glitzereffekt, wären die, glaube ich, nicht so geil. Der Glitzereffekt macht schon sehr, sehr viel aus. Also unsere erste Powerkarte Starspieler ist ja keine normale Powerkarte, sondern die Karte muss halt schon glänzen, ne? Glitzern. Weiter geht's. Oh, da haben wir ein Logo drin. Vom Sportclub Freiburg. Aber erstmal die Basekarten hier. Julian Schuster von Freiburg. Genki Yaraguchi hier, der erste Hertaner, Leute. Speed 85. Da könnte man ihn zum Beispiel einsetzen und dann Super Skill und dann wählt man Speed aus. Könnte man überlegen. James Rodriguez, der nächste Bayern-Spieler hier mit 86 Angriff. Ja, aber James Rodriguez, Leute, Bayern hat gestern mit James Rodriguez und Thomas Müller über die Außen gespielt. Für mich sind James Rodriguez und Thomas Müller keine Flügelspieler, keine Außenspieler, die müssen im Zentrum stehen. Ja, also Carlo Ancelotti, hör mal nächstes Mal auf Packs United. So, James Rodriguez, dann haben wir auch Milos Jojic und Sportclub Freiburg. Also das Logo. Es würde viel, viel geiler aussehen, wenn das Logo so groß wäre. In meinen Augen. Aber trotzdem sind die Logos okay. Sehen gut aus hier mit dem Effekt hier. Dass sich hier die Dinger im Hintergrund bewegen. Seht ihr ja, zack, 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 zack. Aber mit noch größeren Logos wären die besser. In meinen Augen. Ich weiß, dass ihr die Logos feiert. Ich finde sie auch gut, aber man könnte sie noch besser machen. So. Nächster Booster, das müsste der vierte sein. Jan Sommer als Starspieler. Benjamin Pavard von Stuttgart. Sergio Cordova von Augsburg. Jonas Hector hier. Außenverteidiger, der jetzt, glaube ich, verletzt ist. Ne? Ist er nicht verletzt? Ich glaube schon. Ne? Deswegen kommt vielleicht auch Marvin Plattenhardt in Frage für die WM-Quali, Leute. Wäre auf jeden Fall richtig nice, ein Hertaner in der deutschen Nationalmannschaft. Hector hier. Und in FIFA ist er, glaube ich, nicht als Linksverteidiger rausgekommen, sondern als zentraler Mittelfeldspieler. Auch nice, kann man mal Hector im Mittelfeld spielen. Und dann noch Christian Pulisic von Borussia Dortmund. Und wieder Dortmund. Dortmund Mittelfeld, was geht denn hier ab? Max Meyer. Christian Gentner. Philipp Kostic. Willi Orban und Mo Dahoud. Mo Dahoud. Von Dortmund. Wieder Dortmund. Und wieder ein Basepack, Leute. Wir haben 5 Packs geöffnet und 2 Powerkarten. Also Pack Luck ist bis dato noch nicht am Start. Aber wenn jetzt in diesen nächsten 5 Packs eine Club 100 Karte ist, dann
bin ich trotzdem zufrieden. Also, wieder Dortmund-Mittelfeld. Leute, das ist ein 5-26er. Dreimal hintereinander Dortmund-Mittelfeld. Was ist denn hier los? Lars Stindl, Simon Terodde, Wallace, Philipp Max und Gingy Gava. Wieder ein Baseback. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Basegarten, Basegarten, Basegarten. Gerade mal 2 Powerkarten in 6 Boostern. Also eine richtig, richtig schwache Ausbeute. Und jetzt kommt Bremen Mittelfeld. Und da glänzt immerhin etwas. Franco Di Santo, Julian Korb, Kajubi, Diego Demme. Oh shit, jawohl. Legendenkarte von Diego, Leute. Könnt ihr euch an sein Tor erinnern vor wie viel waren Jahren war das? 10, 8, 9, 12, 13, keine Ahnung. Sein 70-Meter-Tor da. Einfach stark von Diego. Definitiv eine Bremer Legende. Kann man sagen, was man will, aber den habe ich schon. Das stört mich. Das nervt mich. Diego habe ich jetzt doppelt. Den hatte ich schon, glaube ich, im Multipack gezogen gehabt. Multipack-Videos natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Online-Code kommt zur Seite. Weiter machen wir mit Naldo. Hat hier Tackling 87, Kopfball 86, Pass 85. Eine starke Karte. Glänzt es? Jawohl. Özkan, Daniel Bayer, super Skill. Das ist die Taktikkarte, die ich meinte, zum Beispiel für einen Spieler, der nicht so viel kostet. Also Haraguchi zum Beispiel. Wenn man ihn in sein Team aufnimmt, sage ich mal, und dann Super Skill spielt, dann muss man den 64er Wert nicht nehmen, sondern kann den 85er Speed Wert nehmen. Das ist meiner Meinung nach viel, viel logischer. Aber es gibt wahrscheinlich noch Spieler, die noch weniger kosten und noch einen besseren Super Skill Wert haben. Also kann ich mir vorstellen. Und noch eine Matchwinner Karte. Endlich, Yannick Haberer von Freiburg. Also die Matchwinner Karten sind auch nice hier, weil es an der Seite so rau ist. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall die vierte Powerkarte. 2 Booster haben wir noch am Start. Wie gesagt, Leute, heute Abend gibt es ja noch die Tops Magitex Champions League Serie. Unbedingt vorbeischauen. Lohnt sich definitiv. Und es glänzt wieder. Das ist zumindest mal was Gutes. Ibrahima Traoré. Pirmin Schwegler. Marvin Hitz. Konrad Leimer. Und eine Autogrammkarte, ein Routinier von Makoto Hasebe aus Frankfurt, von der Eintracht. Fünfte Powerkarte, okay, jetzt verbessern wir den Schnitt etwas. Und wenn jetzt noch eine Club 100 kommt, dann bin ich mega zufrieden. Komm, let's go. Härter Angriff. Oh, ich weiß, wer das ist. Wenn es glänzt, es glänzt. Es glänzt, es glänzt, es glänzt. So, hier haben wir Benedikt Höwedes. Ich vermute, dass es Vedat Ibisevic ist, als Autogramm, oder Davy Selke gibt es ja auch als Matchwinner. Höwedes, De Blasis, Albin Ekdal, 93, ich glaube, das ist Vedat Ibisevic, oh yeah. Die Hertha spielt heute Abend auch in der Europa League gegen Östersund, Leute, schaue ich mir natürlich an auf Sky. Richtig, richtig nice, freue ich mich schon drauf. Und 6 Powerkarten, okay, der Pull war jetzt nicht atemberaubend, aber war in Ordnung. Eine Legende, 3 Autogrammkarten, ein Matchwinner und eine Clubkarte. Natürlich wäre eine Club 100 Karte noch viel, 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 viel geiler gewesen. Aber was soll's, Leute? Ich würde sagen, das war's hier von meinem Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Heute Abend um 19 Uhr kommen die Tops Match Deck Champions League. Gibt es hier verschiedene? Es gibt 3 verschiedene Booster Designs. Leute, schaut euch das mal an. Aber mehr dazu heute Abend im Video. Checkt das Video aus, was heute Vormittag bzw. um 13 Uhr, 12 Uhr irgendwie so im Dreh online kam. Das war auch ein richtig geiles FIFA 365 Unboxing, wo ich eine Top Masterkarte gezogen habe. Das war's dann von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da. Abonniert mich kostenlos, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns nachher noch wieder, Leute. Top Match der Champions League. Hype ist da. Haut rein und tschüssi.